Yo, hallo Leute, hier ist aber euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Und wir haben ja alles bekanntlich, aber in dieser Folge wird es erstmalig etwas ganz Neues in Isaac geben, was wir bisher noch nicht hatten, was ich aber schon länger angekündigt hatte. Und nachdem der ein oder andere auch schon gefragt hat. Denn ich werde versuchen, in dieser Folge die Einblendungen für die Items zu machen. Sprich, mit Bild und unten mit der Schrift. Und die Schrift bzw. die Texte, die sind vom Umbro geschrieben. Den kennt ihr ja mittlerweile. Und die Grafik ist von DestinyCast. Der Kanal auch unten in der Beschreibung. Der eine von DestinyCast, das sind nämlich zwei auf dem Kanal, habe mich aber gebeten, direkt darauf hinzuweisen, dass es eben zwei Leute sind auf diesem Kanal. Und nicht, dass ihr da irgendwie verwirrt werdet, weil es ist wohl öfter so, dass der eine irgendwie wegen dem einen abonniert und dann irgendwie bei dem anderen sagt, hä, deine Stimme hat sich aber komisch verändert, dabei ist es eben derselbe, ne? So, und mit wem starten wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir fangen mit wem fangen wir an, Leute? Ich hab Bock mal wieder auf den Judas Run. Ich weiß, wir spielen immer mit denselben, aber ich hab Bock auf den Judas Run. Deswegen nehmen wir jetzt den Judas. Und Book of Belial habe ich euch direkt mal eingeblendet. Ich kann die Einblendung natürlich jetzt nicht sehen. Das ist alles hoch anstrengend. Nee, anstrengende nicht. Macht, also ich kann es noch nicht sagen, ob es hoch. Oh scheiße, wir sind vor allem gleich schon tot. Das ist alles Nachbearbeitung mit den Dingern. Ich hoffe, das sieht auch gut aus. Ich weiß es jetzt noch nicht. Das hier ist die erste Folge, in der ich es machen werde. Aber ich denke, das ist ganz gut, denn für Leute, die sich nicht so gut in Isaac auskennen, die wissen dann nochmal, was machen denn die Items, welchen Effekt haben die Items. Das alles kriegt er hier dann direkt in dem Let's Play mit präsentiert und das finde ich eigentlich ganz geil. Ja, Leute, am Anfang dieser Folge möchte ich euch auch direkt mal etwas zeigen. Ich muss euch eine Szene zeigen aus dem aktuellen Blind-Let's Play, beziehungsweise aus dem Reaktionsvideo. Falls ihr das nicht geguckt haben sollt, ich möchte euch das jetzt zeigen. Yo, Leute, yo, da sind wir bei den Reaktionen von diesem Mario Kart Wii Bowling Blind. So, und zwar möchte ich dazu, jetzt wo ihr es gesehen habt, nochmal kurz Stellung beziehen. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los war. Ich weiß es selber nicht, warum ich gesagt habe, herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Wii Bowling. Ich weiß es nicht. Ich habe dann in den Kommentaren gelesen, warum Mario Kart Wii Bowling. Und ich denke mir, hä, habt ihr gesoffen, Leute? Wie kommt ihr auf Mario Kart Wii Bowling? Und dann habe ich gesehen, dass ich selbst den Quatsch verbrochen habe. Frag mich nicht. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich da so selbstverständlich gesagt habe, Mario Kart Wii Bowling. Ich kann es euch echt nicht sagen. Das ist wieder so ein Fail à la TT. Er hat keine Ahnung, warum er es gesagt hat, aber er hat es gesagt. Das ist genau wie der Fail hier einmal mit Super Meat Boy. Wo ich Super Meat Boy gesagt habe anstatt Isaac. Das kommt einfach so aus mir raus. Ich kann nichts für. What the hell? Das war knapp, Leute. Da siehst du was knapp. Und was haben wir? Oh! What the hell? Ja! Alter, wie geil ist das denn? Das fängt ja schon besser an als alles andere. Polyphemus, meine Freunde, Damen und Herren. Polyphemus, ja? Was heißt das? Mega Damage heißt das. Ihr habt die Annotation gelesen hier, die Einblendung. Mega geil, oder? Jetzt sind wir OP. Jetzt haben wir... Ah, wir haben nicht gewonnen. Wir müssen jetzt noch Herzen kriegen. Boah, wenn ich jetzt kaputt gehe, ich ärgere mich auf mein Leben. Ich darf nicht kaputt gehen jetzt. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil Tiers... Ja, okay, den Raum sollten wir wohl noch schaffen. Zack. Und wir nehmen direkt den Schlüssel mit für den nächsten Raum. Komm schon. Gib mir das nächste epische Item, Quadra-Shot. Wenn ich jetzt noch einen Quadra-Shot kriege... Leute, dann, wenn ich jetzt einen Quadra-Shot kriege, dann ist mein Leben für immer vorbei. Dann weiß ich auch nicht mehr. Ah, okay. Giftbombe. Ist in Ordnung. Gibt besseres, aber ist in Ordnung. 5 plus 5 Bomben ist in Ordnung. Und einen grünen Kopfhammer. Ja, Leute, zudem, ihr habt's gesehen. Das Danksagungsvideo. Moment, ich muss mal den Ton runterdrehen, ich übersteuere zu sehr. Das Danksagungsvideo an den Edmund. Es ist da, es ist hochgeladen. Und Edmund hat sogar gesehen, er hat das Video irgendwie. Boah, der war voll schnell, Mann. Ich habe ihm das getwittert. Und irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Minuten danach hat das auf seinem Blog gepostet. Als ich dann gerade so nochmal auf den Blog einfach so gegangen bin, um mal zu gucken, was er da so hat. Er hat ja da nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit seiner. Puh, leck my hand. Oh mein Gott.
Was für ein Luck wir haben. Ich darf nur nicht sterben. Er hat, glaube ich, mit seiner Frau und seiner Mutter, die haben solche Isaac-Figuren gemacht. Und ich habe mir gedacht, was, wie geil ist das denn bitte? Und ich habe direkt auch eine bestellt. Leider habe ich aufgrund der Finanzen nicht ganz so viel bestellen, was heißt nicht ganz so viel bestellen können. Es hat leider nur für eine Figur gereicht. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, für welche ich mich entschieden habe. Richtig, nicht für Isaac. Ich habe überlegt, ob ich Isaac nehme, aber ich fand Steve irgendwie cooler. Steve, oh, sauber. Steve, finde ich, hatte mehr Style irgendwie. Deswegen habe ich Steve gekauft. Und ja, bin ich mal gespannt, wie die ankommt. Zeige ich euch auf jeden Fall die Figur. Ja, und ich find's mega geil, wie viele Leute auch mitgemacht haben von euch. War eine, sage ich mal, eine riesengroße Community-Aktion, die wir da gestartet haben. Und das fand ich mega geil. Ich fand wirklich eine mega geile Aktion. Edmund hat sich ja auch gefreut, hat geschrieben, weiß ich nicht mehr ganz genau, irgendwie, this actually made my night oder sowas, hat er gesagt. Aber mega geil. Mich freut es, dass er sich gefreut hat. Und ich fand die Aktion an sich einfach mega geil, dass wir zusammen dem Entwickler mal danken konnten. Auch wenn viele über das Englisch gemeckert haben, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Ich finde immer, Hauptsache, man versteht den. Man konnte mich auf jeden Fall verstehen, könnte mich erzählen. Und die Aussprache, mein Gott, Leute, mein Gott. So schlimm ist das mit der Aussprache nicht. Und man soll das auch nicht so ernst nehmen. Überlegt mal, wie viele Leute in England und in Amerika da auch Dinge vielleicht nicht so ganz perfekt aussprechen. Gibt's auch genug, ist wie hier in Deutschland. Ich gehe auch nicht hin und diskriminiere jemanden, einen Ausländer oder so, weil er eine schlechte deutsche Aussprache hat. Mache ich ja auch nicht, ich sag ja auch nicht, oh, sehr geil. Ich sag ja auch nicht zu den Bayern, ey, lernt mal richtig Deutsch oder so, weil die sich da eins zurecht jodeln oder so, keine Ahnung. Ne, also ich finde, das ist egal. Hauptsache, man versteht den anderen, Hauptsache, man kann kommunizieren. Ich sehe das nicht so eng, einige von euch sehen das, glaube ich, sehr eng. Tut mir leid, wenn meine Aussprache dann nicht die perfekte war. Aber ich gebe mir Mühe, ich werde lernen. Nee, aber fand ich eine richtig geile Aktion. Der eine meinte, das Video. Da meinte einer, voll schlecht. Und damit wollte die Aufmerksamkeit des Entwicklers. Es ging mir. Oh, sauber. Jetzt sind wir aber geiler Run bisher. Es ging mir nicht irgendwie primär darum, den Edmund hier und so. Sondern es ging mir einfach darum, weil ich finde, dass das teilweise viel zu selten gemacht wird. Einfach mal dem Entwickler Danke zu sagen. Der Edmund steckt so viel, beziehungsweise die Entwickler von The Binding of Isaac oder Timid, sagte einer, ich habe da was falsch verstanden. Timid sind nur Edmund und noch jemand. Ja, das kann sein, dass ich da was falsch verstanden habe. Aber tut auch nichts zur Sache. Wie heißt es? Sondern, dass denen jemand auch mal Danke sagt für die Arbeit, die sie da reinstecken. Das ist mega viel Arbeit, glaube ich. Das Ganze hier zu designen, das Ganze zu programmieren. Und ja, einfach mal als Community. Wir haben doch saumäßig Spaß an dem Spiel, oder? Es macht immer noch Spaß. Wir zocken das im Livestreams und so weiter und so fort. Ist einfach ein mega geiles Game. Es macht Spaß. Und dann zusammen einfach mal Danke an den Entwickler zu sagen, dass er uns die Möglichkeit gibt, dieses grandiose Spiel zu spielen. Und das steckt da einfach dahinter. So, und das nehmen wir mal nur mal mit für den Bossraum, weil wenn man das im Bossraum einsetzt, kann man eventuell einen Satanraum kriegen. Und den will ich auf jeden Fall mal besuchen, eventuell. Ja, und das fand ich einfach eine mega geile Sache. Ich finde, es ist gelungen. Edmund, wie gesagt, hat gesagt, das ist made my night. Und das ist, finde ich, schon, ist eine geile Sache, ja. Er hat sich drüber gefreut. Das wollten wir auch irgendwie erreichen, dass er sich drüber freut. Und dass er weiter motiviert ist, noch geilere Spiele zu entwickeln und so weiter und so fort. Irgendeiner meinte, man kann es auch übertreiben. Aber ich finde immer, viele sehen das leider mal so, wenn man jemanden lobt oder so wie ich sag, amazing work und so, ja, wirklich geile Sachen. Ja, das sehen die dann als Einschleim oder so. Aber ich finde das immer, ich mag diese Sichtweise nicht, weil ich finde, man kann auch mal sagen, dass jemand wirklich richtig geile Sachen gemacht hat, oder? Wenn ich finde, das ist einfach brillant und ich bin ein Mensch, der neigt dann so zu dem Emotionalen sozusagen, das ist einfach, das ist Hammer, das ist richtig awesome, das ist richtig, richtig geil, ja? Und ja, ich finde, das kann man durchaus sagen. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, musste man den Dead Key während des Kampfes sagen? Oder dann, naja, danach, oder? Ja, muss man während des Kampfes einsetzen. Ach, shit. Egal. I will do this. So, ist jetzt eh egal, ob wir Book of Belial haben oder nicht, weil, also, mal ohne Scheiß, wir machen auch mit Polyphemus genug Schaden. So. Oh, Tears Up. Sehr, sehr nice. Tears Up ist sehr nice.
Wir machen zwar immer noch sehr langsam Tiers, weil ist eben Polyphemus, da gibt es nicht so viel. So, jetzt nehme ich mir aber trotzdem mal mein Book of Belial wieder mit. Oder? Dead's Key. Komm, wir behalten Dead's Key, wir brauchen das Book of Belial nicht. Ne, we don't need the shit. Ja, ne, finde ich mega, mega geil, Leute. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, die Aktion mit euch zusammen zu machen. Nochmal ein Dankeschön an alle, die mitgemacht haben. Ein großes Sorry an die Leute, die ihr Video eingeschickt haben und die nicht drin vorkamen. Ohne Scheiß, Leute, ich bin nochmal alle E-Mails durchgegangen, die ich irgendwie hatte. Ja, und habe alles geguckt und habe versucht, alles zu berücksichtigen. Wenn mir dennoch ein Fehler unterlaufen ist, tut mir das wirklich sehr, sehr leid, Leute. Es war auf je... Oh, sehr gut, jetzt sind wir auch noch klein. Es war auf jeden Fall keine Absicht von mir, irgendjemanden da zu vergessen oder da nicht mit reinnehmen zu wollen. Ja, das tut mir echt leid. Ich hoffe, dass das nicht zu schlimm ist. Auch wenn das sehr, sehr ärgerlich ist, natürlich. So, jetzt wollen wir doch mal hier gucken. So, irgendwie habe ich das Gefühl, aber die Tränen sind noch ein bisschen kleiner geworden, weil ich kleiner bin, oder? Ich werde betrogen um meine Tränen. So, jetzt wollen wir nochmal gucken hier, was wir hier noch Schönes haben. Oh mein Gott, ja, die Gegner sind easy. In letzter Zeit haben wir nur geile Runs, man, gestern im Livestream. Also gestern war Samstag jetzt, ne? Ich nehme das Sonntag auf hier, nicht, dass ihr jetzt denkt, was? Sonntag hat CT einen Livestream gemacht? Ich war nicht dabei. Jetzt wird es im Übrigen in nächster Zeit wieder öfter mal Livestreams geben, weil der CT hat so gut wie Ferien. Oh, Pillen. Luck up. Friends till the end. Naja. Ob sich das gelohnt hat oder nicht, kann man drüber streiten. Ich finde, Luck Up ist schon recht nice. So, das hier ist natürlich auch geil, ne? Ich meine, der geht hoch. Wir machen ihn mit einem einfach down. Da kennen wir nichts. So, Endgegner-Time ist ja schon wieder angesagt, so wie ich das sehe. Aber vorher können wir nochmal an zwei Orten checken. Beziehungsweise am einen eigentlich. Weil da oben links jetzt, hier über diesem Raum kann es eigentlich nicht sein, sonst hätten wir eine Verbindung vom Sacrifice Room gehabt. Also hier. Ja. Ah, oh, drei nur. Ja, okay, besser als nix. Nee, aber die Aktion fand ich richtig nice mit Edmund. Sehr, sehr geile Aktion, Leute. So macht mir das Spaß und ich finde, den Entwicklern muss man auch echt mal danken für die geile Arbeit, die sie machen. Und Edmund als Game Designer verbringt. Sauber, da ist der Satanraum. Man muss es während des Kampfes machen. So, vielleicht können wir da nämlich noch ein bisschen Damage kriegen. Da finde ich ihn, boah, das finde ich so nice, wenn wir hier noch Damage kriegen würden. Ich will nämlich möglichst viel Damage haben. Wir haben zwar schon durch Polyphemus jetzt echt viel Damage, aber ich will mehr. So, und schreibt mir, vergesst nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das mit den Grafiken findet. Ob ihr das gut findet, dass die Items erklärt werden, oder ob ihr das scheiße findet. Das hier ist auf jeden Fall ein Scheiß-Item, würde ich mal sagen. So. Schreibt mir einfach in die Kommentare. So, das hier ist aber ein, ja, eher behinderter Raum, finde ich. Können wir auch eine Etage tiefer gehen. So, die Caves. Ah. Achso. Und wir gehen mal direkt zum Boss. So, come on. Machen wir keinen Schaden. Ah, leider haben wir keinen. Ich habe wieder gehofft auf den Satanraum. Wäre nämlich schon nice gewesen. So. Komm. Jetzt gleich hammern. So. Da ist er down und ein Paket für uns. Lunchpaket. So, was war das hier? Luck up. Ja, das nehmen wir doch. Und Death. Und wir nehmen mal den Pin mit. Obwohl, nein. Safety Cap ist für mehr Pillen verantwortlich, oder? Oh, das war knapp. So. Aber ich muss sagen, Polyphemus war schon geil als Item. Bisher haben wir jetzt nicht mehr so viel Glück gehabt.
Aber die erste Etage war, das hat man doch. Aua. What the fuck? Nein. Boah, du gehst mir so auf den Nerv! Geh! Boah, Alter. Boah, wie diese Maskentypen mich aufregen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Denn ich habe nicht mehr allzu viele Herzen. Aber ich habe genug Schlüssel. Um hier ordentlich was reißen zu können. So, Lucky Toe. Nehmen wir doch Lucky Toe mit. Lucky Toe, FTW. Oh mein Gott. Fucking awesome. Was? Wo kam der denn her, Mann? So. Yay. We did it. So, auf geht's. Wow, Rosenkranz. Sehr, sehr nice, würde ich mal sagen. Very nice. Zack. Und fade up. Und wir haben Rüstungsherzen, Leute. So gefällt mir das. Boah, ich habe was Unglaubliches gesehen bei uns auf dem Balkon, Leute. So eine fette Spinne. Ich habe sie noch nie gesehen. Noch nie. Ich sag euch, das ist so fett, ne? Wenn da so was, wenn da, boah, ich wusste gar nicht, dass es so was hier gibt. Ich wusste es echt nicht. Wow. Wow, WoW, wow. Wow, wow, wow. So, komm her. Jetzt machen wir dich kaputt hier. I will own the night tomorrow. Was laber ich da eigentlich schon wieder? Hallo? Boah. Boah, 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 boah. Bam. Nein. What the shit? Bam. Dankeschön. So, auf geht's. Zack. Und weiter, Moment. Ich habe mal kurz. So, Scheiße, Leute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Heute ist so ein Tag. Ihr müsst die ganze Zeit lachen. Ich weiß auch nicht. Heute ist so ein richtig betränkter Tag ist heute. Morgen früh in der Schule, Mann, ey. Lust auf die Schule hier. It's a very shit. The school is shit. I think it's the biggest shit ever. Nee, aber ich will mein Englisch in den Ferien verbessern. Ich finde auch schon, es ist besser geworden, wenn man das mal vergleicht mit früheren Tagen. Da war schlimm. So, komm, mach mal rein da. Ah, wisst ihr was? Wir kaufen jetzt einfach. Ah, nennt es Fehlkauf, was ich gemacht habe. Oder nennt es nicht Fehlkauf. Keine Ahnung. Bam, we own the night, tonight. War jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Oh, hier können wir reingehen. Und Rüstungsherz. Nein, Pillen. Oh, ganz viele Pillen. Luck up. Friends kill the end. Health up. Sehr schön. Und Bad Trip. Okay, solange es kein Health Down ist, ein Bad Trip geht immer noch. Aber ein Health Down, naja, wären wir jetzt mit plus minus null rausgegangen eigentlich, ne? Von den roten Herzen zumindest. Aber naja, ist nie so gut. So, haben wir alles. Ja, klar. Wir haben das Fade-Ding. Ja, dann können wir eigentlich runtergehen, würde ich sagen. Ah, wir nehmen vorher noch das mit. Und auf geht's, Leute. In die nächste Etage. Und hier sehen wir wieder eine Zwischensequenz. Isaac geht in den Keller Luftgruft und geht runter und klatscht auf den Boden. Isaac, warum tust du das? Au. Oh. Da war kurz keine Rückmeldung von Isaac. Was haben wir hier? The Bible. Ja, okay. Die Bibel brauche ich nicht unbedingt. Aber Schlüssel, das sind immer Sachen, gerade. Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit Dead Key ist. Ob wir damit auch da rein können. Das weiß ich gerade gar nicht. Das sollte ich eventuell mal testen gleich. Je nachdem, wann wir den Goldraum treffen. Ah, troll mich mal. Ich bin schnell, du kannst mich mal. Nein. I really want to fuck me, oh man. Nein, ich lauf rein. Glaub's doch nicht. Meinen die das ernst? Da ist ein Schlüssel, den nehmen wir auch getrost mit. Denn die Schlüssel sind wichtig, gerade für die Chest-Ebene später. Na, oh.
So. Bam. Yeah, I did it. Oh, Mann. Ah! Yes! We did it! Ach, nix! Ah, oh, Necropolis XL! Sag mir das doch. Ich hasse nichts mehr als XL-Ebenen. Obwohl die komischerweise, also letzte Zeit hatte ich in XL-Ebenen ziemlich geile Items. Da war geiler Item-Shit drin. So, ich... Oh, Leute, wir haben wieder so wenig Herzen. Wegen meiner blöden Dummheit wieder. So, komm. Okay. Oh, und wir müssen jetzt gleich hier mal einen Cut taken. Nein. Das sind immer so ärgerliche Sachen. So, hier werden wir einen kleinen Cut machen, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie das ist mit den Grafiken am Rande. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis zum nächsten Mal, meine lieben Isaac K., euer Table-Tennis-Gamer. Ciao.